Gleich zu Beginn unserer Wörgler-Geschichten, da wird es so richtig laut, denn wir sind heute bei den Befeuchtern zu Gast. Hier direkt in ihrem Probekeller, ja, und hier sitzen sie schon. Hallo, ihr alle. Ja, ne? Wie geht's denn? Ja, danke der Nachfrage. Uns geht's gut. Bis auf ein kleines Manko, nicht? Wir haben halt keinen Sänger. Aber sonst geht's uns gut. Wieso singt keiner von euch selbst? Wieso singst du nicht? Weil ich schon mal Singverbot gekriegt habe. D&D habe ich singen dürfen, aber sonst ist es gescheiter, ich lasse das. Ich habe generell ein Problem mit dem Singen. Ich habe nämlich kein Mikrofon, weil das, was bei mir, wenn ich was einer sage, rauskommt, das ist nicht das, was die Massen ergötzt. Wenn man jetzt beschreiben sollte, der was kommen sollte, dick braucht er die Zeit, da haben wir schon einen. Wir haben einen großen, wir haben einen dünnen, wir haben einen kleinen der Band. Das braucht er nicht sein. Er sollte seine Stimme halbwegs in Gewalt haben, sollte bitte, wenn möglich ist, einen Haufen Blödheit mitmachen. Eine maskuline Stimme, wohlgemerkt. Es nutzt auch nichts, wenn eine ehemalige Kugelstoßerin sich bewirbt. Wir suchen wirklich Männer. Lange Haare müssen sie auch haben? Mhm. Ja, erwünscht. Ja, außer diejenige, der Kuh aus Altersgründen keine lange Haare mehr haben. Also wenn er über 80 ist, darf er kurze Haare haben oder glatzen. Aber festsitzen dezent. Ja. Ja, und eins muss man auch noch sagen, vielleicht steht mir einer auf. Ihr habt ja... Ich muss auch nehmen, ja. Ja, eigener Modegeschmack. Wo kriegt man solche Hosen her? Ui, das ist eine etwas längere Geschichte. Die haben wir eigentlich nie hergegeben seit den 80er Jahren. Ja, die gibt es in alle Farben. Ja. Blau und Rot und ich wie der mit Rot. Und der Rest muss auch noch. Und die Schuhe natürlich. Und wir kennen uns schon seit spätestens Schultagen, eigentlich die meisten kennen sie früher, kann man sagen, die vor der Schule schon. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass ein ausgeglichener Charakter daherkommt in die Band. Auf das legen wir höchsten Wert und äußerste Priorität. Und auch gerne ein Bier trinkt. Hier und da. Da waren wir schon beim Bier, gell? Ich habe ein bisschen auf eurer Homepage gestöbert. Mhm. 59 Hektoliter. Knapp 12.000 Halbe. Wer trinkt so viel von euch? Ja, wir haben ja immer wieder Gäste da. Also nur die Gäste trinken? Offiziell kann man es so durchgehen lassen. Nein, da sagen wir gar nichts dazu, das ist die Frage nochmal. 12.000 Halbe. Wer trinkt so viel? Ja, dann wünsche ich euch mal viel Glück bei der Suche. Danke. Irgendwer wird sich sicher finden, ansonsten müsst ihr wirklich selber zum Mikro wieder greifen. Danke auf jeden Fall, dass wir auf Besuch haben dürfen. Ja, nichts zu danken. Wo danken? Mal überhaupt nichts zu trinken. Siehst schon, 60 Hektoliter. Oh ja. Fertig. Und Schluss. Und weg. Das war's. Aus. Fertig.